Mir fällt jetzt erstmal ein Buch ein, das ich demnächst lesen will, von Bertram Eisenhower, wo ich einfach so die Besprechung, das heißt, glaube ich, warum ich ein Dicker bin. Und das ist irgendwie so das Traurigste, was ich je mitgehört habe, wie jemand darüber gesprochen hat, was es bedeutet, so dick zu sein, so vom Pizzateller zu sitzen, so dem abgefressenen Pizzateller und zu sagen, das ist jetzt alles, was ich statt einer Umarmung kriegen werde. So, das ist ein Buch, das ich demnächst lesen werde. Und eins, das ich richtig gut finde. Ach, dann nehme ich einfach mal das, was ich jetzt gerade lese. Also ich lese gerade von David Sedaris. Sprechen wir über Eulen und Diabetes, heißt das Buch. Und das sind ganz, ganz kleine, entzückende Stücke, die man eigentlich schon gar nicht mehr als Kurzgeschichten bezeichnen kann, die so ein bisschen so mittendrin anfangen und dann auch so auslaufen und gar keine runden Geschichten sind. Und beim ersten Mal ärgert man sich noch und dann merkt man, was für berührende kleine Blitzlichter das so auf die dysfunktionale Familien wirft oder auf so ein Kummer wie mangelndes Selbstwertgefühl oder was so junge Menschen oder auch Menschen überhaupt umtreibt, dass er da so oft so ganz, ganz zart mit umgeht, eben gerade, weil es keine richtigen Geschichten sind, sondern weil er einfach nur so einen kleinen Schmerzausdruck gibt und das so ganz kurz abhandelt und dann wieder abschweift und über was anderes erzählt. Und dann denkt man irgendwie, ja, was soll das Ganze? Und am Ende bleibt man dann aber so ganz, ganz berührt und klug zurück.